Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry Fracker 6 Deluxe Edition und haben Kalito befreit. Der liebe El Tigris schon an der Kanone. Wir haben den schon repariert und nehmen auf Fahrerplatz. So, kann nur besser werden. Die Tür ist offen. Ja. Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein scheiß Panzer ist. Ja! Was redest du denn? Das ist Carlito! Jeder kennt Carlito! Baby Tigre! Es gibt da eine Höhle, die wir während der Revolution genutzt haben. An der nächsten Straße links, dann zur Brücke. Nichts wird sich uns in den Weg stellen. An der nächsten Straße links und dann zur Brücke? Da müssen wir hin. Also jetzt gerade hier links. Aber erstmal, Panzer mit Flammenwerfer. Super. Der könnte sich da oben auch mal nützlich machen und auf irgendwas feuern. Okay, jetzt das Fahrzeug kommt. Ging der Schuss von mir durch. Okay, gepanzerte Fahrzeuge sind nervig. Oh. Okay, Hubschrauber landet. Also echt hart genehm, die Fahrzeuge. Okay, der macht einen Abflug. Grillfest. Carlito bahnt sich selbst den Weg. Da ist die Brücke. Hinter dem Schild rechts führt ein Pfad in die Schlucht. Leg mir los. Nichts hält uns auf. Nix, ich bin mir nicht sicher. Ich hab nur Angst, dass hier Panzer auftauchen. Okay. Hier lang. Super. Carlito auf der Flucht. Okay, da funkelt was Blaues. Ah, ne. Baby Tigre! So viel Spaß hatte ich zuletzt damals mit Lobo. Ich wollte dir schon länger etwas sagen. Schlechter Zeitpunkt. Das macht echt verdammt Spaß. Es geht um Lobo. Sagte, ehrlich, ich würde gerne noch eine Geschichte über dich, Lobo, und die Legenden hören. Aber ich habe gerade zu tun. Ja, du hast recht. Okay. Getroffen. Vamos. Läuft, würde ich sagen. Okay, hier lang durch. Keine Straße. Ja, zum Glück steht er im Wasser, da kann nicht viel passieren. Aber wenigstens tut er relativ schnell nachladen. Das muss. Carlito werden euch eure Helme nichts nützen. Mit Carlito kann euch nichts aufhalten. Okay, bin ich mir nicht so sicher. Ein Farsi kann uns aufhalten. Oh, Mörser. Das ist nicht gut. Hey, Tigre. Carlito ist ziemlich alt und steckt mächtig was ein. Können wir das überstehen? Carlito ist der, der tötet, Baby Tigre. Niemand kann Carlito töten. Okay, bin mir nicht sicher. Alter, wir sind fast bei der Höhle. Sie liegt auf der
Okay. Oh, ich glaube, Carlito ist meine neue Lieblingslegende. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Aber ich verstehe dich. Okay, Entschuldigung, bin drüber gefahren. Ey, macht echt Spaß mit Carlito. Die kleine, freche Kanone. Aber wir haben es geschafft, das Verfolgungslevel auf das Maximum zu stemmen. Mach die Tarnung bereit! Mach die Tarnung bereit! Und, wir sind bereit, wenn du es bist. Okay, hier lang durch. Du musst da rein! Okay! Okay, Carlito ist in Sicherheit. Alle freuen sich. Hui, echt Spaß, das Ding. Das sieht doch cool aus, das Ding. Okay, die gucken auch alle so, als wäre sonst was. Okay. Okay. Lorenzo, okay. Wie schön. Was verdammt macht der hier? Lorenzo der wird der Verräter sein. Mit eigenen Augen sehen. Mi compai. Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? So viele. Okay. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Okay. Der Krieg ist vorbei. Wenn alle frei sind. Okay, Lorenzo auf unserer Seite. Hey, komm. Super. Komm schon, das wird gut. Schon okay. Komm schon. Gruppenkuscheln. Kein Gruppenkuscheln. Töte keine Zivilisten. Ja. Entschuldigung. Passiert. Okay. Ah, Basis. Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Seit wann zitierst du denn Lobo? Seit ich endlich aufgehört habe, mich selbst zu verarschen. Und ah ja. Und da schon wieder Achievements. Lobo hatte ein Talent. Also wenn jemand weiß, wie man diese abschalten kann, diese Screens, bitte rein mal in die Kommentare. Ich habe schon einiges gesucht bei Uplay und Uplay Connect. Nichts schon. Okay, was haben wir denn hier? Notiz auf Millimeterpapier. Wir haben endlich die Verschlüsselung der FDN-Übertragung aus dem Fall Valle Prehistorico geknackt. Wenn wir hören, dass Nachschub alles lang. Nachschubgeschichte. Okay. Gute Arbeit, Danny. Admiral Benitez kocht vor Wut und lässt ihre Truppen überall in El Este Doppelschichten schieben. Klingt fast so, als hätten wir sie da, wo wir sie haben wollten. Ganz genau. Komm nach El Agujero und ich zeig dir meinen Schlachtplan. Alles klar. So, können wir hier noch irgendwas reißen? Primärwaffe. Wie gesagt, ich würde ja sehen, ob ich ein bisschen was verbessern wäre super hier. Aber wirklich, was können wir machen? Können wir ja eigentlich gar nichts mehr. Alter, wir können mal hier reinschauen. Haben wir jetzt alle Munition hier freigeschalten? Aber die fehlt noch. Brandgeschosse. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Aber Explosionsgeschosse, das geht. Explosivgeschosse sind immer super. So. Die schreie hier noch ein bisschen Carlito. Oh, hier noch ein Brief. Herausgerissene Tagebuchseite. 23. Oktober 1967. Lucky Mama hat mir heute geohrfeigt. Bestimmt nicht umsonst. Hart. Hat mir eine mehrere verdammte Zähne rausgeschlagen. Es hat mir alles abverlangt, mich zusammenzureißen und ihr keine Kugel zu verpassen. Aber dann wiederum war mein Blut ungefähr so heiß wie der Lauf meiner Waffe. Lucky hat sich geirrt. Diese Gefangene bekamen, was sie verdienten. Sie hatten zu viel gesehen, sie hatten dem Militär gesagt, wo wir zu finden sind. Ich hatte keine Wahl, ich konnte sie nicht lebend gehen lassen. Warum versteht Lucky das nicht? Nur weil sie keine Waffe trug, waren sie noch lange nicht weniger gefährlich. Ich kann nicht aufhören mit meiner Zunge, daran zu wo der Rest meines Zahns war. Lobo. Ich hatte Vermutung, wer Lobo ist. Und zwar vermute ich mal ganz hart Castillo. So, wo müssen wir jetzt hin? Und zwar nach da.
Das Problem ist, dass wir können mit dem Panzer fahren, aber da kommen wir nicht weit. So. Also, außerdem höre ich gerade schon wieder irgendwelche Fahrzeuge. Ah, da ist ein Bötchen. Können wir ungefährlich baden gehen oder sind ja Krokodile? Naja, das ist also, ich habe schon den Schreck gekriegt, dass hier Krokodile sind, aber das ist ja unser eigenes. Okay. An den Fahrersitz sitzen. So, die Frage ist, bringt uns das weiter? Aber wir müssen nämlich nach da. Ich muss eigentlich mal in die Map gucken, ob die Fahrt uns irgendwo... Die bringt uns weiter nach da. Das bringt uns gar nichts. Wir müssen eher in die andere Richtung fahren. Beziehungsweise am besten wäre ja aussteigen und laufen. So, Brandmunition nochmal drin. Nein, bitte nicht! Aber knapp. Oh no. Also erschrocken. Oh no. Nix auch noch. Alles supi. Alles safe. Was natürlich super wäre, wenn wir hier eine Möglichkeit hätten von einem Hotte Hü. Aber ist nicht. Wir haben aber den blauen Pfad. So, mal bisschen. Ah, da oben ist auch noch eins. Bisschen beschädigt fürs Fleisch. Ne? War vielleicht nicht das richtige Kaliber für Ziegen. Ja. Oh, mal gucken, ob wir hier nach oben kommen. Oh, da oben ist ein Ausrufezeichen. Oh, da kommt wieder die Dame mit lustigen Infos. Ich denke, das hilft dir weiter. Was gibt's? Hola. Wir werden heute die Armee überfallen. Schön für euch. Kämpfe mit uns und wir zeigen ihnen, was für Guerilleros El Este zu bieten hat. Das weiß ich zu schätzen. Alles klar. Wir haben aber gerade was anderes zu tun. Neues militärisches Ziel aufgedeckt. Diese Richtung. Okay. Oh, da oben gibt es eine Kiste. Sollten wir uns wieder mal um so eine Kiste kümmern. Wir kommen ja dran förmlich vorbei. Alles supi. Danke der Nachfrage. Oh, hier ist eine Kiste. Okay. Da. Schrott sammeln. Aber es ist leider nicht die Kiste, die ich gesucht habe. Die Kiste ist. Wo ist die Kiste? Okay, da zeigt er mir noch was an. Zwei Stück. Wo? Hier lang. Da ist die Kiste. Ja, wie soll ich da hinkommen? Ach, durch hier gekonnt, sprung hier runter. Das ist ja ganz blöde gemacht. Komme ich durch die Treppe dahin? Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen angefixt und will das jetzt auch wissen. Kannst zwar hier hingehen, kannst hier runterspringen und dann hoppst du die weiter. Na egal. So, wir müssen sowieso nach dort. Macht es Sinn, dem Pfad zu folgen? Ich denke mal ja. Leider gibt es hier kein Hotte-Hü. Das heißt, wir müssen laufen. Okay, schicke Straße drüben. Oh. Hier lang rum. Da runter. Ich habe ja dann doch entschieden, wir gehen querfeld ein. Vielleicht hier auch nochmal die Waffen wechseln auf Weichziele. Nicht Panzer brechen, Weichziele.
Okay, Weichziel an mir. Was ist das Schönes hier? Okay, da gibt es ein paar Briefe. Aua. Okay. Was erwartet mich jetzt hier drinnen? Ich habe eine Vermutung, was das sein wird. Dass wir hier einen von diesen Dings finden. Okay. Weg damit. Macht nur Ärger. Meine Vermutung ist ganz groß, dass wir hier dann wahrscheinlich irgendwie eins von den Artefakten finden hier. Die Frage ist, ob ich mir das jetzt hier antue. Uns fehlt ja, glaube ich, bloß noch das eine. Ja, was soll's? Bitte schwingen hier. Was soll schon schief gehen? Das Übliche halt. Einfach mal wieder abgelenkt werden. Aber jetzt gerade spannend. Lieber mal. Okay, da liegt einer rum. Was hat euch denn zerlegt hier? Achso, der ist abgestürzt. Ja, mal ganz hochklettern hier. Sehr merkwürdige Geschichte hier. Oh, lesen. Dr. Halfmann, ich werde nicht weiter für Sie arbeiten. Unter Ihrer Leitung desertieren und sterben meine Leute. Das schätze ich, die Schätze zu bergen ist das Leben meiner Soldaten nicht wert. Ich weiß nicht, was ich Ihnen gesagt habe, aber Sie haben ausgebildete bewaffnete Soldaten eine scheiß Angst eingejagt. Sie schwören alle, dass die Höhle nichts ist im Vergleich zu der zweiten, die Sie gefunden haben. Ja, ja, alle klar. Gehen wir einfach trotzdem mal weiter. Jetzt sind wir schon so weit drin. Okay, Krabben. Ich habe jetzt schon gedacht, Spinnen. Du siehst aus, als würdest du mir eine sehr wichtige Tür öffnen. Ich behalte dich. Oh, Unglücksschädel. Okay, heil. Carajo! Wer macht denn sowas? Okay, was das Hübsches hier? Na, was soll's. Der springt ins Wasser und ist nicht tief genug. Ich hoffe mal, der Respawn-Punkt ist jetzt nicht am Arsch der Welt. Wäre schade. Okay. Gut, ich weiß nicht, sollten wir uns hier den Weg nochmal hier reinbewegen? Ich weiß nicht, ich glaube erstmal nicht. Ich würde sagen, wir kümmern uns lieber mal um. Wir können mal auf die Map gucken, wo wir da eigentlich sind. Ah ja, aber ist jetzt schon markiert. Unglücksschädel klingt jetzt auch nicht so unbedingt, was ich unbedingt sammeln möchte. Okay. Weil eigentlich wollten wir ja zu Jelena. Klingt immer so ein bisschen russisch. Oh.
nach oben schwimmen. Okay. Super, werden wir gleich das nächste Mal sterben. Und unser Kroko tut nichts. Okay, das nächste hier. Danach haben wir alle Kokos hier ausgerottet. Und Hasenfleisch, jetzt wissen wir, was sie gegessen haben. Okay, kein Krokodil mehr in Sicht. Alter, was ist denn hier los hier? Und ein bisschen gejagt hier noch. Ey, Mann, 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 Mann. Und unser Kroko hat nichts gemacht und hat uns einfach zugelassen, weil wir gefressen werden. Sauerei, skandalös. Also die Querfeld-Einnummer war nicht das cleverste. Da sind ein paar Kanickel unterwegs hier. Na, wenigstens das Nest schon in Sicht. Oh, ich habe eine Straße gefunden, oder wenn man das so nennen mag. Schon geht das viel schneller. Okay, Waffen vielleicht wegstecken. Da reagieren die immer so empfindlich darauf. Also ich gar nicht weiß, warum. Und warum ist Jelle da nicht eigentlich in unserem schönen neuen Hotel, was wir beschlagnahmt haben? Das fand ich doch so super. Jawohl. Was willst du? Hallo, hallo. Hm? Kaffee trinken? Los, da drüben. Hm, hm. Na gut, dann halt nicht. Okay, er steht im Moped rum. Wir gehen mal lieber aufs Dach. Um dann hier die Treppe wieder runter zu laufen. Das gehört in einen Zoo. Nein. Alles richtig so. Okay, jetzt hier lang hoch. Den Blick von oben. Über die Dächer in aller guter Assassin's Creed Manier. Ja, das haben wir. Das ist schön. So, mal gucken, was Jelena für uns hat. Okay, hier noch Material einsammeln. Okay, wer bist du? Den Superspion habe ich noch. Der Panzer eine 50-50 Chance hat, es auf die Insel zu schaffen. Wo ist Danny? Hier ist Danny. Mit Krokodil. So, was möchtest du denn? Dank dir ist Benites Verteidigung im ganzen Osten zerstreut. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um ihr Hauptquartier anzugreifen. Okay. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie viele Soldados dort sind. Deswegen lautet der Plan wie folgt. Du, La Moral, die Ancianos und dieser Panzer schleichen ganz leise auf die Insel. Mit dem Panzer? Mit dem Panzer schießen wir Löcher in die Festung. Und dann schießen wir so lange weiter, bis Benites tot ist. Alles klar. Er hat sicher für viele Angriffsszenarien vorgesorgt. Aber über eine Pontonbrücke mit einem Panzer auf die Insel kommen, steht sicher nicht auf der Liste. Okay, wo ist die Pontonbrücke? Okay. Dies nach einer vulgären iranischen Wort für Ohrfeige benannte Kraftpots hat immer noch sicher. Alles klar, danach kriegen wir den Panzer. Ich habe den Treffpunkt mit El Tigre auf deiner Karte eingezeichnet. Das ist super. Das Team von Ocho kommt in die Stadt, um die Situation zu kontrollieren. So. Damit werden wir uns aber beim nächsten Mal befassen, weil die Zeit ist mir jetzt schon wieder rum für Let's Play Far Cry. Noch hier was eingesammelt. Und dann gehen wir morgen dann beim nächsten Mal diesen Angriff an. Und schauen mal, was wird und befahren mit dem Panzer über die Pontonbrücke. Bis dahin, vergesst nicht, abonnieren das Ganze, wenn ihr wissen wollt, wie das läuft mit dem Panzer. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, die Panzernummer. Solches. Und ich bin Mac Vurago und sag Servus und Ade.